Ich glaube, die wenigsten von euch werden wahrscheinlich den Namen Nara, also diese Stadt, kennen. Aber es gibt da eine ganz, ganz bekannte und auch eine ganz süße Attraktion. Die werden wir euch jetzt noch nicht verraten. Aber wenn ihr die seht, dann werdet ihr wahrscheinlich auch Nara kennen. Aber das zeigen wir euch später erst. Aber deswegen fahren wir dahin. So, Eli und ich haben jetzt schon gefrühstückt und schon unsere Taschen gepackt, denn heute geht es weiter für uns. Wir waren jetzt 5 Nächte in Kyoto, war auch eine richtig, richtig coole Zeit, hat uns sehr gut gefallen hier. Aber wir wollen ja auch noch ein bisschen was anderes sehen aus Japan und deswegen machen wir uns heute auf den Weg nach... Nara. Genau, nach Nara. Und werden da jetzt dann 3 Nächte verbringen. Ja, und dann gucken wir mal, wie es uns da so gefällt. Und danach... schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Aber jetzt laufen wir gleich erstmal zur Bahn. Wir müssen gleich auschecken. Und dann fahren wir mit der Bahn dahin. Und was übrigens auch sehr, sehr cool ist, wir können mit unserer Straßenbahn halt direkt durchfahren bis nach Nara. Wir müssen nicht umsteigen und ja, das machen wir jetzt gleich mal. Einen wunderschönen guten Morgen aus Nara. Hallöchen. Wir sind inzwischen schon da. Wir sind nur viel zu früh wieder da. Deswegen haben wir noch die Rucksäcke. Wir wollten heute eigentlich, dadurch, dass das Wetter echt sickig ist und es noch regnet, eigentlich heute einfach ein bisschen an den Laptops setzen und Videos schneiden, Fotos bearbeiten und, und. Ja, was ist? Wir werden in der Bahn angesprochen von Belgier, ob wir heute auch zum Festival gehen. Da haben wir gefragt, welches Festival. Ja, heute ist so ein ganz traditionelles Festival, komplett auf dem Höhepunkt. Am 17. ist der Höhepunkt. Wir haben heute den 17. Dezember. Ja, haben wir gegoogelt, so dass wir jetzt in dem Regenwetter noch mit unseren Sachen, wir haben nicht mal eingecheckt, das können wir erst später, schon auf dem Weg zum Festival sind. Ja. Uns das angucken mal. Und das ist so cool, dass die uns angesprochen haben, weil ich glaube, er hatte auch so gefragt, ja, wisst ihr denn, dass heute dieses Festival ist und so und das soll heute voll krass sein und alles. Und da haben wir noch gedacht, boah, wie nett, dass die uns halt einfach gefragt haben, weil wahrscheinlich sahen wir wieder so planlos aus und wussten einfach nichts. Ne? Die sind einfach auf uns zugekommen und haben uns gefragt. Genau, richtig cool. Ja. Richtig coole Menschen gibt es einfach auf der Welt. Mhm. Und alles wendet sich immer zu uns im Besten. Genau, das hat sich für uns schon ganz oft bestätigt. Wir waren jetzt beim Festival. Wir haben auch schon spät abends. Ja, wir haben da nicht viel gesehen. Es sollte eine Parade da sein. So wie ein paar Rituale und Tanzen. Ja, wir waren da. Es gab dann Ritualen und da waren so viele Menschen davor. Dadurch, dass es geregnet hatte, hatten alle Regenschirme. Wir haben nichts mitbekommen. Ja, dann sind wir weitergelaufen, haben gehofft, dass irgendwo anders noch was ist, weil uns wurde eigentlich gesagt, dass es am Schrein ist. Mhm. Ja, dann haben wir einfach eine Security gefragt, ja, was mit der Parade ist, wo wir die finden und was überhaupt heute noch Sache ist. Ja, der hat gesagt, Parade und alles durch das Wetter abgesagt. Bei dieser Parade sollten eigentlich 500 Leute das 11. Jahrhundert bis zum 19. Jahrhundert alles so kostümtechnisch gezeigt werden. Mhm. In so einem Ritual. Das fanden wir echt cool, das wollten echt richtig gerne sehen. Nur das wurde abgesagt durchs Wetter und heute war eigentlich der Haupttag vom Festival. Und wenn wir Glück haben, ist vielleicht morgen nochmal irgendwas. Ja, und ansonsten ja, schauen wir uns dann halt an den Park an. Wir sind nicht ohne Grund hier in Nara, also... Genau! Hallo! Wir sind unterwegs. Mit gestern wurde es ja leider nichts. Aber heute haben wir richtig was vor hier im Park. Wir wollen viele Rehe sehen. Genau. Wir wollen auf den Berg, wo man Nara richtig schön sieht. Und ein paar Tempel abklappern. Zum Beispiel die größte Holzkonstruktion der Welt. Mhm. Die wollen wir auch uns unbedingt mal angucken. Ja, da nehmen wir euch heute mit. Wir haben wunderschönes Wetter. Mhm. Wie ihr merkt, wird es aber auch langsam kalt. Wir haben hier teilweise jetzt auch noch 1 Grad oder so. Und wir lieben es. Wir lieben es. Das Gute ist ja, dass wir durch Nepal halt wirklich gut eingedeckt sind. Obwohl ich mich jetzt ein bisschen fühle, als ob ich von der Antarktis komme, hier mit meinen dicken Handschuhen. Aber ich bin trotzdem sehr dankbar dafür. Wir genießen es nicht. Ja, wir genießen auf jeden Fall die Sonne und hoffen, dass wir euch ein bisschen Sonne mitbringen können. Genau. Okay.
diese kleinen Hirsche, die ihr hier überall seht, das sind sogenannte Sika-Hirsche. Und die gelten hier in Japan als heilig. Und deswegen dürfen die hier in Nara eben frei rumlaufen. Also die leben hier quasi im Park, aber sie dürfen sich überall frei bewegen. Es gibt hier kein Gehege oder so. Und hier im Park leben ungefähr 1200 von denen. Und die sind halt auch wirklich total süß. Man darf sie auch füttern, aber genau da werden sie dann teilweise auch gefährlich. Weil wenn man denen die Kekse oder so zu lange hinhält, dann werden die eben aggressiv. Und es kann eben auch passieren, dass sie dann treten oder so. Und jedes Jahr verletzen sich halt um die 200 Menschen durch diese Hirsche. Also wenn ihr mal Kekse kauft für die, dann gebt ihr am besten sofort ab, sonst riskiert ihr halt ein gebrochenes Bein durch so einen süßen Hirsch. Aber süß sind die. Ja, sonst sind sie richtig süß. Also Angst muss man vor denen keine haben. Was ist das? Ein Cheesecake KitKat. Was ist ein Cheesecake KitKat? Okay, das andere ist die Great Buddha Hall. Das ist das größte Holzgebäude der Welt. Genau, das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Also es ist echt genial groß. Das, was ihr da gerade auf dem Foto gesehen habt, das ist quasi ein Foto von einem Loch, was in diesem Holzpfeiler drin ist. Und vor Corona sind die Japaner, also ganz viele, da immer durchgekrabbelt, weil das wohl Glück bringen soll, durch dieses Loch durchzukrabbeln. Hm. Davon aber jetzt gerade leider nicht machen. Da ist eine Box vor. Das ist eine Riesenkonstruktion. Mhm. Komplett aus Holz. Komplett aus Holz. Die wurde etwa so zwischen dem 7. und 8. Jahrhundert gebaut nach Christi. Also ist auch uralt. Ist nur die Frage, ja, ob das bis heute das gleiche Holz ist wie damals. Ist wahrscheinlich auch schon vieles restauriert worden, denken wir. Aber ist egal, trotzdem sieht es mega aus. Ja. Das Ding ist 48 Meter hoch, also hat eine stattliche Höhe dafür, dass es nur aus Holz besteht. Das ist 57 Meter breit. Genau. Und knapp 50 Meter tief. Ja, also halt geht immer 50 Meter nach hinten also rein. Riesiges Gebäude, riesige Halle. Wahnsinn. Ja. Dass man es damals schon so erbauen konnte und das nur aus Holz. Ja. Also Props an die Japaner. Haben sie schon gut gemacht. Haben die gut gemacht. Wir sind hier schon den ganzen Tag im Park unterwegs. Wir wollten eigentlich auch auf den Berg, nur der Berg ist zu. Da sieht man Nara ziemlich cool. Ich blende euch den Namen ein. Wie gesagt, die Namen hier sind nicht leicht auszusprechen, ja. Egal um welchen Namen das geht. Wir sind auf jeden Fall hier durch den Park unterwegs. Der Park ist echt cool. Wir waren ja schon in mehreren botanischen Gärten. Und in den botanischen Gärten sieht halt alles sehr gestellt aus. Ja, ist es ja auch, ne? Ja. Also da ist alles extra so angepflanzt, dass es halt cool aussieht. Und hier sieht es halt sehr natürlich aus. Hier sieht es wirklich einfach nach einem Wald aus, wo die ein paar Bäume gefällt haben, um mal im Deken zu basteln. Hört sich auch schlimm an, aber es ist echt süß hier. Ja. Der Park ist auch unheimlich groß. Wir spazieren schon den ganzen Tag hier durch. Ja, was ist? Wir wollten nach Hause, um uns ein bisschen aufzuwärmen, weil mit dem Wind wird es hier doch sehr kalt, muss man sagen. Auf einmal sehen wir einfach da eine Menschenhorde. Gehen wir zu der Menschenhorde. Ja, ist da live Sumo-Ringer-Kampf. Ja. Wir haben einfach die ganze Zeit geguckt, wie Sumo-Ringer kämpfen. Von allen möglichen Altersklassen. Ja, das war echt super interessant, sich das anzugucken. Da haben wir ja so live noch nie gesehen. Und ich habe auch zu Edi schon voll oft gesagt, ich würde das voll gerne mal sehen. Aber normalerweise zahlt man halt Eintritt. Und wir haben das jetzt halt einfach umsonst gesehen. Mhm. Voll richtig cool. Ich habe auch direkt gesagt, boah, irgendwie hätte ich mal Lust, eine Runde da mitzumachen. Und was sagt Juli? Ja, mach das. Ich will dich unbedingt mal in diesem Campus da sehen. Und ich dachte mir, ja, ich dachte, du willst mich gewinnen sehen oder so. Nein, sie will mich in dieser Unterwäsche sehen. Also. Was sagt ihr? Wollt ihr die auch mal in so einer Windel sehen? Schreibt gerne in die Kommentare.
Wir waren bei dem Festival. Es hieß ja, dass da abends noch mal was ist. Also haben wir zumindest auf so einem Plakat gelesen. Du greifst schon voll vor. Wir haben dazwischen noch nichts erzählt. So, noch gar nichts oder was? Nein. Ja, wo soll ich das denn wissen? Schatz, du läufst ganz mit neben mir und du bist bei jedem Video dabei. Aber du weißt doch, ich habe ein Gehirn von einer Fliege. So, nochmal.